ich habe jetzt die schon fertig etwas in Form gefeilt, nochmal ein Ultraband aufgetragen und jetzt werde ich mein Make-up-Gel benutzen, das C2, und werde dann hiermit meinen Aufbau schon machen. Und ich habe auch jetzt mal wieder ein Video gesehen von der lieben Leni, wo die gezeigt hatte, die Gele von Fingerspitzengefühl bei Nicole Weiß. Ich sehe die immer wieder, egal ob es in Facebook-Gruppen sind, ob es irgendwie in YouTube-Videos sind oder sonst wo. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich mir die Sachen mal zum Testen bestellen soll. Ich bin immer drum rum gegangen oder ich habe es verschoben, keine Ahnung. Und ich möchte die Sachen jetzt, also die Gele jetzt gerne mal testen. Könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr die Gele schon getestet habt und wie ihr die so findet und was eure Favoriten sind. Also das würde mich echt mal interessieren, weil ihr habt mich jetzt einfach gekriegt, ne? Also jetzt muss ich die auch unbedingt austesten. Wer weiß, vielleicht sind jetzt ja meine neuen Lieblingsgele und sage, hier, der andere Scheiß, den will ich nicht mehr haben, verkaufe ich oder keine Ahnung. Aber ich möchte die echt mal testen, um zu sehen, ob die wirklich so gut sind, weil die werden ja echt gehypt, finde ich. Und könnt ihr mir ja mal unten schreiben. Diese Nägel hier, die arbeite ich im Oldschool, weil ich finde, wenn man so Mandeln hat, dann sieht das, wenn man New Style macht, ein bisschen bescheuert aus. Und deswegen mache ich die immer in Oldschool. So, das reicht auch schon. Und jetzt nehme ich wieder meine Sonde und glätte das alles so ein bisschen. So, gucke mir das nochmal von der Seite an. Und jetzt fehlt mir hier vorne noch etwas. Von der Seite sieht es ganz okay aus. So. Jetzt verteile ich das noch alles, weil ich habe mir das gerade eben hier runtergeschoben. So. Das werde ich dann nachher noch ein bisschen wegfallen, was hier jetzt zu viel ist. Und ich werde das jetzt so, wie es ist, aushärten. Und dann mache ich da gleich noch was drüber. Und ich mache mir jetzt hier in den kleinen Finger auch direkt schon mal einen Aufbau. Weil das Gel läuft ja nicht, deswegen kann ich den direkt mitmachen. Und der Mittelfinger und der Ringfinger bekommen nachher ein Full Cover. Deswegen werde ich da nachher ein klares Aufbaugel drüber machen.
So, und da ich hier gleich Blitzer drauf machen werde und der auch eigentlich jetzt schon ziemlich gut aufgebaut ist, werde ich jetzt hier schon mal mein Footcover drauf machen, und zwar mit Melone von Aretini. Die habe ich ja letztens auch benutzt. Und werde mir hiermit dann mein Fullcover machen. Bei Fullcover immer schön sauber arbeiten. Und jetzt streue ich da mein Hot Pink ein, das ich letztens auch benutzt hatte. So. Jetzt säubere ich den Rand nochmal. So. So, und das Ganze kommt dann zum Aushärten in die Lampe. So, jetzt geht's mit dem French weiter. Und mit dem letzten Fullcover. Den Daumen habe ich schon. Der ist mir nicht so gut gelungen heute, deswegen achte ich jetzt nicht so auf den Daumen. Weil, naja, der ist mir nicht so gut gelungen. So, jetzt machen wir noch die. Ich habe hier die Smiline-Schablone schon geklebt. Eine Schicht reicht auch aus bei dem Farbgel. Entschuldigung, war ich kurz aus dem Bild. So. Wenn ihr solche Zipfel habt, an eurem Pinsel, den könnt ihr einfach abschneiden. Bei mir war das jetzt so, weil ich den Pinsel nicht richtig aufgesteckt hatte. So. Und jetzt nehme ich meine Pinzette und löse mir die Schablonen. So sieht das dann immer aus.
Und jetzt lasse ich das aushärten. Dann mache ich hier noch den Full Cover. Also ich habe jetzt gerade eben nur anhärten lassen, weil ich muss hier sowieso gleich einmal komplett aushärten. So, weil ich ja hier gleich noch einen Stempel drauf machen möchte und damit das nachher ein bisschen besser aussieht, werde ich hier gleich noch eine Schicht drüber machen. Deswegen werde ich dann auch gleich dieses hier anhärten lassen und dann mache ich noch eine Schicht drüber. So, ich habe die Nadel jetzt hier schon angebuffert und jetzt werde ich von der Moyo die Tropical Collection 01 benutzen. Und zwar möchte ich gerne hier unten dieses Muster haben. Also es ist ein bisschen abgewandelt als das, was ich letztens gemacht hatte. Aber ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut. So, jetzt werde ich nur das, was ich haben möchte, mit dem Stamping Lack bedecken. Abziehen. Aufnehmen. Und jetzt übertrage ich das auf meinem Nagel. Und ich bin froh, dass es auf Anhieb geklappt hat. Das hier werde ich mir jetzt wegnehmen, vorsichtig. Damit ich mich nachher nicht wieder ärgere. So werde ich das jetzt lassen. Und jetzt werde ich die Nägel noch versiegeln. Dazu benutze ich wie immer den von den von RM Beauty Nails. So, und ich sehe gerade, ich habe hier so Pünktchen vom Feilen. Nehme ich einfach jetzt mein Ultra Bond und tupfe mir die so drauf, damit die verschwinden. So, und dann einfach versiegeln. So, das wird dann jetzt ausgehärtet. Danach mache ich noch meine rechte Hand und dann zeige euch nachher beide Hände, wie die fertig aussehen. Bis gleich. So sieht dann einmal das fertige Endergebnis aus. Ich bin jetzt so, ja, teils zufrieden. Ich tue mich irgendwie noch richtig schwer, über Schablone eine Mandel zu verlängern. Aber ich muss gucken, vielleicht lerne ich das ja noch irgendwann mal richtig, eine Schulung machen oder so. Und ja, so sieht dann einmal das aus, was ich letztes Mal in der Sommerwoche hatte. Ich habe nur den Stempel ein bisschen geändert. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!